Detektiv Brandt, Logbucheintrag 10. Große Sorge. Doch zuerst nahm ich mir vor, Herrn Dunkel aufzusuchen, der in der Bemusterung tätig ist. Ich klopfte an seine Tür und wurde hineingerufen. Als ich den Raum betrat, stand er auf und sagte, dass Frau Schäfer ihn bereits über mein Kommen informiert habe. Dass er Herrn Hammer gesehen habe, sei schon eine ganze Weile her, erzählte Herr Dunkel. Eigentlich hätten sie sogar heute einen Termin gehabt, aber zu dem würde Herr Hammer natürlich nicht kommen. Ich fragte, worum es bei dem Termin ginge, und Herr Dunkel sah traurig aus, als er mir offenbarte, dass Herr Hammer ihm heute wahrscheinlich hätte sagen wollen, dass er gekündigt worden sei. Denn Herr Hammer sei bei ihrem letzten Telefonat kurz angebunden, fast unhöflich gewesen. Es dauerte einige Minuten, bis sich Herr Dunkel so weit beruhigt hatte, dass er weitererzählen konnte. Ich erzählte ihm, dass Frau Müller beobachtet habe, wie Herr Hammer auf das Bauherrenzentrum zuging. Herr Dunkel zuckte mit den Schultern. Davon habe er nichts mitbekommen. Er sei den ganzen Tag im Kundengespräch gewesen und habe sein Büro nicht verlassen. Gut, für heute reichte es mir mit den Befragungen. Ich bedankte mich bei Herrn Dunkel und machte mich wieder auf den Weg zum Empfang. Ich wollte mich gerade von Frau Schäfer verabschieden, als Herr Garke durch die Eingangstür hereinkam. Er grüßte knapp und ging eilig vorbei. Ich fragte Frau Schäfer, ob Herr Garke öfter hier sei. Sie lehnte sich zu mir herüber und berichtete mit leiser Stimme, dass Herr Garke mittlerweile mindestens einmal am Tag komme. Dabei besuche er immer das Architekturbüro. Als ich nachhakte, seit wann das so sei, schätzte Frau Schäfer den Zeitraum auf ungefähr eine Woche.